Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Peters. Ich bin Begründer der ganzheitlichen Herzheilkunde. Mir geht es um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Und in einem meiner letzten Videos wurde die Frage gestellt, was bedeutet für mich spirituelle Herzensgesundheit? Zunächst einmal, ich kann nicht auf alle Fragen eingehen. Das schaffe ich nicht. Versuche aber doch immer wieder auch spannende Fragen herauszugreifen von dem, was dort gestellt wird. Und diese Frage, was bedeutet spirituelle Herzensgesundheit, die möchte ich in diesem Video einmal mit dir betrachten. Fangen wir zunächst einmal an. Ich sage ja immer körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Körperliche Ebene, das ist ziemlich klar. Das ist zum Beispiel, naja, wenn es Not tut, ein Stent setzen, eine Bypass-Operation, entsprechende allopathische Medikamente, also Beta-Blocker, ACE-Hämmer etc. etc. Das ist die körperliche Ebene. Und natürlich zählt dazu auch die Ebene beispielsweise von pflanzlichen Heilmitteln, zum Beispiel der Krategus, den ich ja sehr, sehr liebe und schätze, aber auch das Strophantin oder die Heilpilze, Nahrungsergänzungsmittel, Magnesium, Kalium, Q10, alles das ist die körperliche Ebene. Das eine ist halt die körperliche Ebene, mehr im Sinne der leitliniengerechten Medizin, und das andere ist die körperliche Ebene, wenn wir das Ganze mehr ganzheitlich betrachten. Aber ich sage ja, das ist noch nicht fertig mit der Ganzheitlichkeit, sondern es gibt noch weitere Betrachtungsebenen. Und eine Ebene ist zum Beispiel die seelische Ebene. Da geht es um Traumatisierungen. Ja? Wenn ich massive Traumatisierungen erlitten habe im Laufe meines Lebens, da habe ich auch jetzt gerade wieder ein sehr berührendes Patientenbeispiel in der Praxis erlebt, massive Traumatisierungen, dann kann das dazu führen, dass ich sozusagen meine Gefühle abspalte, weil ich damit überhaupt gar nicht fertig werde, weil ich total überfordert bin damit. Und diese abgespaltenen Gefühle führen dann eben auch dazu, dass ich mein Herz einmauere. Und dieses eingemauerte Herz erleben wir dann irgendwann im Sinne einer ausgeprägten Koronarsklerose und dann beispielsweise auch eines Herzinfarktes. Das können im Übrigen auch Traumatisierungen sein, die gar nicht mich betreffen, sondern die beispielsweise, naja, nochmal meine Kindheit betreffen, aber auch darüber hinaus eben zum Beispiel meine Eltern oder Großeltern oder noch längere Zeit davor. Ja, es geht also auch dabei um transgenerative Traumatisierung. Und auch die können mich in meinem Herzen ja dazu führen, dass ich Gefühle abspalten muss und mein Herz einmauere. Ja, ein Herz im Kummer, das nicht spricht, dann nagt es, bis es bricht. So ungefähr gibt es da auch einen sehr schönen Spruch dazu. Das ist die seelische Ebene. Und diese seelische Ebene, die spielt meiner Erfahrung nach bei sehr, sehr vielen Herzerkrankungen auch eine entscheidende Rolle. Und die Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, ja, die entlasse ich eigentlich auch in der Regel nicht aus der Aufgabe, sich über diese seelischen Dinge auch mal Gedanken zu machen. Wie tief da jeder einsteigt, das ist natürlich jedem Menschen individuell überlassen. Zumal man natürlich auch immer als Arzt sich auch fragen muss, okay, was ist gerade dran für den Patienten zu bearbeiten oder nicht? Jetzt die spirituelle Ebene. Das ist natürlich eine Ebene, wo wir sehr stark in das Element der Freiheit hineinkommen. Das heißt, wenn jemand gerade einen akuten Herzinfarkt hat, da gibt es nicht mehr so viel Freiheit. Da muss halt was getan werden, dass der Infarkt behandelt wird. Bei der seelischen Ebene ist der Freiheitsgrad schon wesentlich höher. Und bei der spirituellen Ebene, ja, da ist wirklich komplette Freiheit angesagt. Und deswegen auch in der Praxis zum Beispiel werfe ich vielleicht mal einen kurzen Stein in die Richtung. Und wenn da gar keine Resonanz kommt, dann gehe ich da auch gar nicht weiter darauf ein, weil ich in diesem Thema wirklich niemanden bedrängen möchte. Aber viele Patienten kommen ja zu uns in die Praxis, weil sie wissen, dass ich eben auch dieses Thema mit im Fokus habe. Aber natürlich ist jetzt die Frage, okay, was bedeutet denn für mich spirituelle Herzensgesundheit? Auch hier hat es verschiedene Ebenen. Und ja, ich werde mit Sicherheit hier in diesem Video auch jetzt wieder nicht alle Ebenen beachten und schreibe in die Kommentare dazu, wenn dir eine Ebene fehlt. Vielleicht mache ich dann dazu auch noch mal ein Video. Aber lass mich mal so ein paar Gesichtspunkte sagen. Da ist zum Beispiel
die Ebene, eine biografische Ebene. Und zwar die Frage, habe ich meinen Lebensfaden irgendwann verloren? Habe ich die Impulse aus meinem vorgeburtlichen Leben irgendwann verloren? Im Übrigen ein Zustand, der auf die meisten Menschen heutzutage zutrifft. Dass sie nicht mehr wissen, okay, mit welchen Impulsen bin ich hier eigentlich auf der Erde? Und was ist meine Aufgabe? Was ist der Call meiner Seele? Ja. Und Seele meine ich jetzt hier nicht im Sinne also mein Seelenleben mit Sympathie und Antipathie und Verliebtsein und so weiter, sondern ich meine jetzt Seele mehr wirklich als eine spirituelle Essenz. Also, was ist der Call meines Spirits, könnte ich auch vielleicht noch etwas präziser formulieren. Ja, und diese Frage, was ist der Call meines Spirits? Das haben wir mit Sicherheit alle mal mehr, mal weniger deutlich in unserem Bewusstsein. Das verändert sich. Ja, mal ist mir das ganz klar und mal weiß ich es irgendwie auch nicht. Und wenn ich das über Jahre und Jahrzehnte nicht weiß, dann ist das auch ein Boden für Krankheit. Kann sein, muss nicht sein, kann sein. Das ist so eine Ebene. Das ist natürlich dann die Frage, okay, dann bedeutet natürlich spirituelle Herzensgesundheit, ja, ich werde mir meines Rufes hier auf der Erde wieder bewusst. Aber es geht auch noch eine Ebene weiter. Und das ist die Ebene, ja, die ich mal nennen möchte, als das Einheitsbewusstsein, als ein Bewusstsein, in das ich hineinkommen kann. Ich bin im Zusammenhang. Ich fühle mich im Zusammenhang. Das erlebe ich zum Beispiel immer ganz stark beim winterlichen Sternenhimmel, wenn ich den winterlichen Sternenhimmel über mir sehe, die Sternbilder, die ich seit meiner Kindheit kenne, das Wintersechseck, den großen Wagen und so weiter, die Zwillinge, den Löwen, den Stier und so weiter, die Sternbilder sehe, dann kommt zum einen ein Gefühl von Heimat. Und im Übrigen ist das auch etwas, was mich auch in den ganzen Corona-Jahren jetzt auch sehr getragen hat, dieses immer wieder in den Sternenhimmel hineingucken und dieses, ja, einfach dieses Bewusstsein zu haben, ja, die Sterne sind da, egal welchen Käse wir hier auf der Erde veranstalten. Die Sterne sind da. Sie begleiten mich durch meine Biografie hindurch. Sie begleiten mich durch meine Inkarnation hindurch. Ja, und da kommen wir jetzt auch an eine nächste Ebene. Und das ist die Ebene, naja, ich kann in der Meditation, in der herzzentrierten Meditation, kann ich zu der Erkenntnis kommen, dass ich mit dem Göttlichen verbunden bin. Meister Eckhart nennt das so, dass er sagt, Gott ist in mir. Ich bin in Gott. Ja, Gott ist in mir, ja nicht im Kopf und nicht in der Leber, sondern im Herzen. Ja, ich kann auch sagen, Christus ist im Herzen. Ja, schau dir dazu die ganzen Gespräche an, die es hier auf meinem Kanal gibt, zusammen mit Pater Johannes, wenn dich diese Frage interessiert. Da geht es immer wieder um diese Frage der Gottesbegegnung in mir, in meinem Herzen. Also dieses Einheitsbewusstsein, das ist eben halt auch ein Schritt der spirituellen Gesundung. Das bedeutet, das Überwinden des Trennungsbewusstseins. Ganz auch so rum sagen. Es gibt zwei Grundemotionen hier im irdischen Leben. Das ist Angst und Liebe. Und du kannst dich immer wieder auch in Alltagssituationen fragen, okay, wie entscheidet sich jetzt hier die Angst? Wie entscheidet sich die Liebe? Und dann, wenn du das schaffst, kannst du dir überlegen, wofür entscheide ich mich jetzt? Ich sage jetzt gar nicht, dass du dich immer für die Liebe entscheiden musst. Vielleicht ist es ja auch mal sinnvoll, sich für die Angst zu entscheiden. Aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn es uns immer mehr gelingt, dass wir uns auch dann bewusst dafür entscheiden. Okay, wenn wir uns aber für die Liebe entscheiden, dann entscheiden wir uns eben für etwas Ganzes. Weil Angst haben wir dann, wenn ich von etwas anderem getrennt bin. Ja, wenn beispielsweise, das habe ich eben erlebt, wie ich um den Bordesholmer See gegangen bin, stand auf einmal so ein Hund vor mir mit, ja, also ich fühlte mich unwohl dabei. Ich hatte
zum Glück Andrea dabei, die ja meinen YouTube-Kanal betreut und meine Online-Akademie. Und Andrea hat selber einen Hund und ich fühlte mich ganz sicher, weil ich weiß, Andrea kennt sich mit Hunden aus und so weiter. Und insofern hatte ich da jetzt keine große Furcht in dem Moment. Ja. Wenn ich jetzt aber alleine gewesen wäre, dann wäre die Situation schon irgendwie doof geworden für mich. Ja, jetzt auch nicht so richtig schlimm, aber wenn da so ein Kampfhund vor mir stehen würde, dann wird mein Herz echt in die Hose rutschen. Und weshalb? Ja, da ist das Individuum des Hundes und hier bin ich. Ja, und ich weiß nicht, wie reagiert der Hund. Ja, da bin ich im Getrenntsein-Modus. Das ist ja auch richtig. Ich sage ja nicht, dass das falsch ist. Das ist ja auch richtig, so zu sein und dann auch handlungsfähig zu sein im Sinne von Kampf oder Flucht. Aber für die spirituelle Entwicklung, für die spirituelle Genesung ist das nicht hilfreich. Und das ist zum Beispiel so eine Ebene, die haben wir auch gerade jetzt an diesem Wochenende bearbeitet. Jetzt, wo ich dieses Video hier aufnehme, ist der 28. August, Goethes Geburtstag nebenbei gesagt. Und jetzt, also Montag ist heute und am letzten Wochenende, also Freitag bis Sonntag bis gestern um diese Zeit ging unser Seminar Erschaffe deinen Heilraum. Und da haben wir uns eben Freitag angefangen, da einzugrooven und sind dann mit den Übungen immer tiefer gegangen bis Sonntagnachmittag und wirklich in einen völlig anderen Bewusstseinszustand hineinzukommen, wo ich wirklich merke, so, boah, jetzt habe ich Zugang zu ganz anderen Erfahrungsebenen, ja. Ich bekomme andere Einsichten, die dem irdischen Verstand völlig verschlossen sind und ich erfahre Heilung aus diesem Ganzheitsbewusstsein heraus. Ich merke, wie ich Zugang bekomme zu einer ganz anderen Schicht des Seins, nämlich zum großen Ganzen. Könnte man dazu auch sagen. Mein Supervisor spricht da immer dazu. Naja, was wird das große Ganze dazu sagen? Ja, so kann ich das auch nennen. Ich kann das auch sagen, es ist die göttliche Ebene, es ist Gott in mir, es ist Amun im Sinne des aramäischen Vater unsers. Also es ist die christliche Ebene oder nenn es, wie du es willst. Ja, aber zu dieser Ebene bekomme ich einen unmittelbaren Erfahrungszugang. Und auf einmal ergeben Dinge auch nochmal einen ganz anderen Sinn, die ich hier erlebe, die mir hier widerfahren. Ja. Ich werde darüber mit Sicherheit auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt auch darüber berichten, über das ganze Thema, was ich selber erlebt habe im Rahmen meiner Herzklappenoperation. Und da gibt es Punkte, wo ich sagen muss, naja, auf einer medizinisch-juristischen Ebene sind da Dinge schiefgelaufen. Ja, aber auf einer anderen, auf einer spirituellen Ebene war es absolut richtig, wie es gewesen ist. Ja, es war gut so. Ja, und das ist auch ein Unterschied zwischen dem, nein, richtig war es nicht, es sind Dinge falsch gelaufen, richtig nicht, aber gut. Ja, und zu dieser Ebene vorzustoßen, dass etwas juristisch, medizinisch gesehen oder wie auch immer nicht richtig ist, aber es trotzdem vom großen Ganzen aus betrachtet gut ist, das ist eben auch so ein Schritt der spirituellen Heilung. Ja, dass der Versuch, es kann nur ein Versuch sein, der Versuch, das Thema, was bedeutet für mich spirituelle Genesung, spirituelle Herzheilung, das einmal hier zu artikulieren. Ja. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist bei diesem Video und ich freue mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement meines Kanals. Ja, liebe Grüße, alles Gute, dein Markus Peters, dein Herzerklärer.